Hallo ihr Lieben, ich habe wieder ein Sub-Update für euch. Denke ich ein bisschen hinterher, aber lassen wir das alles. Ich filme bzw. ich tracke meinen Sub auf dem Blog und zwar alternierend zum Monatsrückblick, also nicht vom 1. bis zum letzten des Monats, sondern immer vom 15. des Monats bis zum 14. des Folgemonats. Und heute geht es um den 15.06. bis 14.07. was ich in dieser Zeit auf- bzw. abgebaut habe. Ich habe da immer vier Kategorien, und zwar Hörbücher, geliehenes, Print und E-Book, und dementsprechend tracke ich das auch. Ja, ich habe begonnen am 15.06. mit einem Sub in Höhe von 332 Büchern und da waren zwei Hörbücher drauf, 9 Leihgaben, 80 E-Books und 241 Prints. Und in diesem Submonat habe ich sogar ein bisschen was geschafft, abbaumäßig, aber eher, weil ich sehr viel aussortiert habe. So, ich fange jetzt an. Ich zeige euch nur die Prints, den Rest werde ich alles entsprechend einblenden, wo ich Platz habe. Hörbücher habe ich in dieser Zeit 2 aufgebaut, und zwar Ready Player One von Ernest Cline. Wobei ich das schon als E-Book hatte. Also zu dem Zeitpunkt habe ich noch jeden Neuzugang getrackt. Bin jetzt aber zu dem Schluss gekommen, logischerweise ist es sinnlos, wenn ich das in einem Format habe, das dann nochmal zu zählen. Ne? Und im Endeffekt lese ich jetzt nicht das E-Book, sondern ich höre das Hörbuch. Und in dem Fall ist es noch so, wenn ich dann das Hörbuch beendet habe, das passiert jetzt vielleicht im September, könnte das passieren, werde ich beide vom Sub entfernen. In der Zukunft werde ich aber immer nur eins. Ne? So als Orientierung, falls jemand von euch besonders gut aufpasst und dem das aufgefallen ist. Und dann habe ich noch von der Steffi bekommen, Das Reich der 7 Höfe von Sarah J. Maas. Man kann mit Audible ja manchmal Bücher verschenken, wobei ich noch nicht rausbekommen habe, wie oft man das tun kann oder wie oft man Bücher geschenkt bekommen kann. Das habe ich auf jeden Fall bekommen. Beide habe ich schon angefangen. Bei Ready Player One habe ich noch knapp 9 Stunden. Bei Sarah J. Maas habe ich nur die erste Stunde gehört. Ich denke, die Geschichte ist vielversprechend, aber mich nervt ein bisschen die Sprecherin. Die ist sehr... Achso, das ist jetzt eigentlich kein Monatsrückblick. Gut, lassen wir das. Leihgaben habe ich von der Steffi bekommen. Wer der Herde folgt, sieht nur Ärsche von Hannes Jennecke. Und das habe ich auch gleich abgebaut. Also 0 Aufbau und 0 Abbau. Bei den E-Books habe ich 7 Bücher abgebaut. Ich habe bekommen als Rezensionsexemplar Linas Reise ins Glück und das habe ich auch gleich wieder abgebaut. Dann habe ich bekommen Secret Fire, die Entflammten von C.J. Doherty, habe ich erst im Folgemonat gelesen. Also nur aufgebaut. Dafür habe ich abgebaut Das Herz des Verräters von Mary E. Pearson, das ist der zweite Teil. Aufgebaut habe ich Der Lebkuchenmann von J.A. Conrad. Das möchte ich im Oktober, nehme ich mir das vor. Ich glaube, der Oktober wird bei mir so ein völliger Thriller- und Horrormonat. Das wird super. Dann hatte ich noch aufgebaut No Return, Geheime Gefühle von Jennifer Wolf. Und das Wolf. Und das habe ich auch gleich noch abgebaut. Und aufgebaut hatte ich Götterfunke, Liebe mich nicht. Das hatte ich ja mittlerweile angefangen und aussortiert, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich es nur aufgebaut. Dafür habe ich ganz viele Bücher aussortiert. Und zwar Pala, das Spiel beginnt von Marcel van Triel. Die ich aussortiert habe, die werde ich wahrscheinlich nicht einblenden. So, 3/4 voll von Nathalie Rabengut. Panda Blues von Britta Sabak. Elfenkrieg von Sabrina Kunai. Elfenmeer, der Korallenfürst von Sabrina Kunai. Ich habe sie geliebt. Ich habe am Anfang Elfenmagie gelesen und rezensiert, als es noch ganz frisch war, das allererste Buch von Sabrina Kunai. Und ich kann die Bücher aber nicht mehr ertragen. Also ich habe noch Band 3 dieser Elfenreihe, habe ich auch als E-Book, als Hörbuch, aber ich habe keinen Bock mehr auf den Schreibstil. Also ich kann mittlerweile nichts mehr mit anfangen, deswegen habe ich die aussortiert. Kirschroter Sommer und Türkisgrüner Winter von Carina Bartsch, weil ich nämlich denke, dass ich mit den Geschichten nichts mehr anfangen kann und mich das nur aufregen wird. Raschen, Eimer, Hölle und Zurück von Michaele. Könnte natürlich auch ein Schreibfehler sein. Bewahl. Und Vor dem Sommer von Maggie Stiefvater. Das ist so ein Zwischenband, so 0,5er oder 1,5er, weil ich die Reihe nämlich gar nicht habe. Diese Rabendings-Reihe.
Und deswegen dachte ich, kann ich diesen Zwischenband auch aussuchen. Den gab es mal kostenlos bei Amazon. So, jetzt die Bücher, die ich euch zeigen kann. Nämlich die Prinz. Ich habe bekommen in diesem Submonat, beziehungsweise habe ich mir gekauft, A Silent Voice. Das ist der zweite Band und den habe ich auch postwendend abgebaut. Und ebenfalls ein Graphic Novel von Doctor Who, hat mir auch sehr gut gefallen. Habe ich auch gleich abgebaut. Müsste ich eigentlich, hätte ich Bock, mir das nächste zu holen. Aber ich bin zurzeit echt komplett auf dem Sub-Abbautrip. Wobei ich in dem aktuellen Submonat wahrscheinlich nichts abbauen werde, weil ich das Bücherpaket vom Manticore Verlag bekommen habe. Aber ansonsten gibt es zurzeit bei mir keine Neuzugänge. Also so gar nicht. Seit einem knappen Monat. Geil, wa? Ja, dann hatte ich aufgebaut zu diesem Zeitpunkt Auf immer gejagt von Aaron Summerill als Rezensionsexemplar. Mittlerweile gelesen, zu diesem Zeitpunkt aber nur aufgebaut. Dann habe ich vom Bloggerportal Planetenjäger Science Fiction, bin ich schon sehr gespannt, habe ich noch nicht gelesen. Ebenfalls noch nicht gelesen habe ich die zwei Schätze, nämlich Murder Park und Der Fluss. Bei Murder Park bin ich am Überlegen, ob ich das zum gemeinsamen Lesen anbiete. Und mittlerweile stapeln sich so ein bisschen meine Ideen zum gemeinsamen Lesen für Oktober. Und ich werde da wahrscheinlich ein Video drehen und euch einfach abstimmen lassen. Also unter anderem Murder Park kommt da drauf. Und ebenfalls mit den zwei Büchern hatte ich mir bestellt, das war mein Frustkauf Ende Juli. Haut das hin? Nee, Ende Juni. Ich verwechsel das immer mit den Ferien. Genau. Ende Juni und da hatte ich die drei Bücher bestellt. Das habe ich allerdings schon gelesen. Ist ein Fantasy-Spielbuch, allerdings ein sehr einfaches, also eher für Kinder. Ist der erste Teil Vermächtnis des Zauberers. Und ich denke aber, dass ich diese Reihe nicht fortsetzen werde, weil die mir zu simpel ist. Also da werde ich lieber auf komplexere Spielbücher zurückgreifen. Und da hat der Manticore Verlag mehr als genug tolle Bücher. So, dann habe ich noch... Achso, das habe ich gleich abgebaut. Ich bin ein bisschen konfus. Abgebaut habe ich Das Tor zur Hölle, Resident Evil. Der vierte Band hat mir nicht so gut gefallen. Aber gut, ich habe jetzt noch den fünften auf dem Sub. Und dann gibt es theoretisch noch einen sechsten, siebten. Die gibt es ja nur noch gebraucht in Einzelbänden. Und da bin ich mir mal überlegen, wie ich da eventuell rankomme und ob ich da weitermache. So, und dann habe ich noch zwei Bücher auf und wieder abgebaut. Nämlich zum einen das Rezensionsexemplar Sag kein Wort. Das hatte ich auch gleich wieder gelesen. Ist auch ein Thriller. Und Terror von Ferdinand von Schirach. Das hatte ich ja auch, das habe ich auch in meiner Gewinnspielverlosung. Also wer da noch scharf drauf ist, der kann mal auf mein 1000 Abo Gewinnspiel gehen. Da gibt es das zu gewinnen noch bis Ende des Monats, also bis Ende September. Sehr gut gefallen. So, also die abgebaut. Da ist jetzt natürlich noch ein bisschen was offen, wenn ich insgesamt 4 Prints abgebaut habe. Und zwar habe ich aussortiert. Ich habe ja jetzt mehrere Monate, wenn nicht sogar ein Jahr, an Inferno von Dan Brown gesessen, an dem Hörbuch. Und mir ging das unglaublich auf die Ketten. Und ja, und ich werde Dan Brown jetzt auch erstmal aus meinem Bücherregal entfernen, weil ich keinen Bock mehr drauf habe und die Geschichten für mich immer gleich sind. Und vor allem bei Inferno gab es bei mir größere Verständnislücken oder Plotlücken. Also ich fand die Story ganz schön Banane. So, und deswegen habe ich aussortiert Sakrileg und das verlorene Symbol. Hier schenke ich noch Freundin. Wenn es mich eines Tages mal wieder reizen sollte, dann gucke ich da nochmal rein. Aber ansonsten fliegen die zwei auch noch raus. Dann habe ich aussortiert Amber von Kathleen Windsor, Unbelievable, Flawless und Perfect von Sarah Shepard. Ich habe da so einen Schuber, das waren insgesamt 4 Stück. Und das sind die Bücher, worauf die Serie Pretty Little Liars dann gedreht wurde. Und ich hatte den ersten Mal auf Englisch gelesen. Und ja, brauche ich nicht unbedingt. Und deswegen habe ich jetzt den zweiten bis vierten auch aussortiert. Und aussortiert habe ich noch Phoenix Fluch von Jennifer Bankau. Ich liebe ja Dark Canopy und Dark Destiny. Und ich habe noch irgendwas von ihr gelesen. Habe ich aber nicht im Haus. Ich mag den Schreibstil von Jenny und ich mag ihre Geschichten, aber Phoenix Fluch. Ach ja, ich habe das, was sie unter Pseudonym geschrieben hatte. Mit den Vampiren. Das fand ich nicht so gut, das habe ich aussortiert. Und Phoenix Fluch ist, glaube ich, auch eins der ersten Bücher von ihr, wenn nicht sogar das erste.
Und da hatte ich schon mal angelesen und das fliegt jetzt erstmal raus. Also ich habe noch die Nübbers Träume und so, habe ich auch noch da. Da werde ich auch mal reinschauen und ansonsten werde ich, denke ich mal, eher ihre aktuellen und neuen Bücher lesen. Und das, was weit zurückliegt, weil das ist so Dark Romance und naja, ihr wisst, Romance, also... Überhaupt komme ich zurzeit nicht so richtig klar mit solchen Geschichten. Ja, das war quasi mein Submonat. Der Stand am letzten Tag sind dann 323 Bücher, also es ist ein bisschen gesunken. Hörbücher sind es 4 Leihgaben, 9 E-Books, 73 und Print 237. Mühsam ernährt sich das Murmeltier oder das Eichhörnchen, sag ich jeden Monat aufs Neue, weil es nur ganz langsam vorangeht. Aber ihr seht ja, wie viele Neuzugänge ich habe und da ist es auch nicht so verwunderlich, dass ich nicht ganz so fix vorankomme, wie ich es gerne hätte. So, das war's erstmal wieder mit dem Sub. Es steht noch ein Monat aus, aber ich kriege das schon hin mit den Tränen. Und ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß mit meiner Aufzählung und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!